Ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einer analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute möchte ich Ihnen erzählen etwas über eine Obergasner Oga-Kamera. Eine Obergasner Kamera, die eigentlich eine Franka-Mete ist. Obergasner war eine alt eingesessene Firma im Zentrum von München. Die Firma wurde 1869 in München gegründet und 1900 erhielt das Privileg königlicher Hoflieferant. Und die Firma existierte bis die letzten Kriegstage des Zweiten Weltkrieges. Um die 50er Jahre war der Totalschaden von den Gebäuden klar und die Firma Obergasner dachte an Aufgeben. Und zu diesem Zeitpunkt kommt die Familie Petersen im Spiel. 1951 haben die Petersens die Firma Obergasner gekauft. Der Vater Edgar war Pilot. Während des Zweiten Weltkrieges war aber interniert als Kriegsgefangener in London. Und während dieser Gefangenschaft dachte er, wenn ich einmal frei komme, werde ich als Pilot nicht mehr arbeiten dürfen, aber ich möchte irgendetwas mit Fotografie machen. Konkrete Vorstellungen hatte er nicht. Während die Gefangenschaft des Vaters, der Sohn Klaus Petersen, als 14-jährig hat er mal überrissen, dass die Amerikaner auf Leica-Kameras stehen und das 14-Jährige hat einen Handel getrieben mit gebrauchten Leicas und die Amerikaner. Nach dem Krieg, als der Vater nach Hause kam, hat der Junior einen sehr hohen Betrag mit gebrauchten Leicas lukriert, dass der Anfang war, die Firma Obergasner wieder auf die Beine zu stellen. Sie haben mit dem Handel angefangen und bald sind sie draufgekommen, dass es viel zu viele Schwierigkeiten gibt. Sie wollten einmal die Preisbindung, die in Deutschland damals existierte, umgehen. Sie wollten Fotoapparate verkaufen, konnten aber nicht, weil die Industrie nicht in der Lage war, so viel zu produzieren, wie die Kunden wollten. Eine Ausrede, das habe ich oft auch in Österreich gehört, weil die großen Firmen lieferten, die waren am liebsten im Ausland, weil der Devisen viel wichtiger war. Auf jeden Fall, sie versuchten einmal eine eigene Firma, ein Eigenprodukt zu erzeugen und so haben die einen Zukauf auf die Beine gestellt. Sie haben immer Kameras von den bestehenden Firmen, Fotina, Regula, Aka und alle möglichen Firmen leicht abgespeckt und mit dem eigenen Logo Obergasner Oga 1, 2 und so weiter betrieben. Oga ist die Abkürzung für Obergasner. Und das war damit geplant. Aber es ist in diesem Fall eine Franka-Mete leicht abgespielt. Hat aber eine Bertram-Belichtungsmesser, Kleinbildkamera, ein gutes Objektiv und sonst nichts, was man nicht dafür spricht. Mit Ende der 70er Jahre, als die Asiaten mit den einäugigen Spiegelreflexkameras kamen, mit den Schließverschlüssen und die deutsche Industrie immer enger und enger war, haben die Petersens gedacht, die Zeit, wo man eine Kamera verkauft, vorbei ist. Und dann haben sie noch eine Überlegung angelegt. Eine Kamera verkaufst du einmal. Aber einen Film für diese Kamera verkaufst du öfters. Dann haben sie probiert, das Filmgeschäft zu forcieren und sind draufgekommen, dass man leichter und lukrativer der Handel mit den Filmen ist. Also, Kamerageschäft
langsam abgestoßen und sie haben angefangen, mit Filmen zu handeln. Was machen die gemacht? Sie haben angefangen, die Filme vom Ausland zu beziehen. Rohfilme, Rohmaterial. Ferrania von Italien, Orvo von Ostdeutschland, Beirut von Deutschland. Und die Filme sind in Rohzustand nach Deutschland gekommen. In Hausarbeiten haben Frauen, Hausfrauen, die Filme in neue Verpackung gegeben und dann mit den OGA-Daten beschriftet, Ablaufdatum und so weiter. So galt bald. OGA-Filme schwarz-weiß, OGRA-Ban und TORGA-Color für Farbe. Und so ist das Geschäft wieder so weit gut gegangen, dass die liebe Bertelsens 46 Geschäfte in Deutschland betrieben haben und ein Großlabor, der diese Filme auch bearbeitet. Ende der 70er Jahre haben sich die Bertelsens aus dem Geschäft zurückgezogen und so ist auch diese OGA-Geschichte zu Ende gegangen. Auch damals aber hat man Blitzgeräte und alles Mögliche gebraucht. Einer von diesen Blitzgeräten ist das hier. Das ist zufällig ein passendes Blitzgerät für diese Kamera. Das ist ein deutsches Fabrikat von der Firma Issink. Und das ist für Glühbirnen. Und für die, die sich nicht auskennen, diese Blitzbirne ist einmalig zu verwenden. Und jeder von uns, auch ich, habe die Erfahrung gemacht, schnell fotografieren, geblitzt, die Blitzbirne herausnehmen. Das tut weh. Lange Zeit tut das weh. Und das passiert nur einmal, möchte man glauben. So ist es nicht. Eine nützliche Ergänzung sind auch diese Selbstauslöser. Wenn man eine Kamera hat, die keine Selbstauslöser hat, der wird der dran auf der Drahtauslöser. Der Selbstauslöser aufgeschraubt, die Zeit wird eingestellt, je nachdem, wie lange man will. Der Stift fährt hinunter und die Aufnahme ist geschehen. Ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.